Warum läuft so gut jetzt? Wer kann diesen Roman Wallner noch stoppen? Warum ist schwer zu beantworten. Ich glaube, das kann man auch nicht beantworten, wenn es nicht so gut rennt. Ich bin einfach sehr froh, dass mir jetzt reinrennt, dass ich auch richtig stehe, dass ich auch die Tore mache. Aber man muss sagen, der Thomas Prager hat mir die Bälle sehr gut eingespielt. Und einfach als Mannschaft haben wir wirklich gut gespielt. Wir haben gut noch vorgespielt. Er war halt sicherlich der den Unterschied gemacht hat und hat eine klasse Leistung geboten. Überhaupt wie das dritte Tor ein klasse Angriff war, bis auf den letzten Pass von Pragi, den der Roman aber sensationell verarbeitet und das Tor noch macht. Sie haben ja als Austria-Trainer Roman Wallner trainiert, kennen ihn also sehr gut. Warum läuft es bei ihm aus Ihrer Sicht jetzt so gut? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe den damals geholt und da hat jeder gesagt, was willst du mit dem Trautl? Also leider hat man das über ihm gesagt, aber ich habe immer gesagt, der Roman Wallner ist ein unheimlicher guter Spieler. Jetzt freue ich mich für ihn, dass er heute natürlich die drei Tore geschießt hat, dass man vielleicht hätte noch eine Woche warten können.